Hallo meine Lieben und ich begrüße euch zurück zu Empires of the Undergrowth Folge 2. Das letzte Mal haben wir hier unsere Garnison oben platziert, die wir jetzt direkt zu diesen neuen Schaben schicken, die hier sind oder wie auch immer die heißen. Auf jeden Fall sind sie eklig. Die erste haben wir. Unsere Ameisen beißen zu. Und wir haben sie alle erwischt. Holen uns jetzt die Nahrung. Und bringen diese auch zurück in unser Lager. Machen hier mal einen Durchmarsch. Dann geht das besser. Dann geht das alles schneller. Und mit dieser enormen Menge an Nahrung können wir hier 4 weitere Kämpfer hinzuholen. Und können auch endlich unser Arbeiternest ein bisschen ausheben. Die Kämpfer bleiben hier. Und die Arbeiter kümmern sich jetzt um den Aufbau der Kolonie. Ja, das Spiel ist in einer frühen Version jetzt erhältlich. Ihr könnt es euch alle holen. Werdet mich, wenn ihr es habt, bestimmt wieder überholen. Aber da... So soll es ja auch sein. Also ich hoffe, ihr habt viel Spaß dran. Es ist ein tolles Spiel. Es ist eine neue Art und Weise, wie man Ameisen steuert. Ich glaube, es gab damals so eine Art Simulation für Ameisen. Sim, irgendwie so. Habe ich nicht gespielt. Das ist mein erstes Ameisen-Simulationsspiel. Und ich bin doch ziemlich angetan davon. Okay, wenn wir die Ameisen markieren, sehen wir, wo sie hausen. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Okay, wir hungern. Das ist schlecht. Wir brauchen Nahrung. Die holen wir uns hier. Oh, viele. Hier sind auch viele. Okay, meine... Meine Arbeiter, kommt her. Verhungern ist schlecht. Da kämpfen wir jetzt. Hier gibt es einen großen Kampf jetzt. Mal gucken. Das sind viele. Die werden uns, glaube ich, ganz schön wehtun. Aber sie bringen uns auch als Nahrungsquelle viel. Ja, weg. Noch 2. Sehr gut. Holt euch alles. Runter damit. Wir gehen danach direkt... Wo gehen wir hin? Hier wäre es nicht schlecht. Wenn wir hier uns reingraben. Oder hier hoch. Oh ja, das wäre noch besser, glaube ich. Dann sammeln sich jetzt mal... Ah, das machen wir so. Immer die Angriffsfläche groß halten, habe ich euch ja gesagt. Ach herrje. Doch mehr als erwartet. Aber sie staunen sich. Das ist der Vorteil jetzt bei ganz großen Angelegenheiten. Wenn wir den Angriffsweg natürlich groß machen, bei wenig. Ich habe jetzt weniger erwartet, aber hier können wir doch gut uns zur Wehr setzen. Klar, wir verlieren ein paar. Aber ich glaube, das schaffen wir dadurch jetzt. Damit die, weil die Predator sich hier hinten... Ja, klasse. Dann nehmt sie mit. Bringt sie zum Camp. Holt euch die Nahrung. Entfernt das hier nochmal. Entfernt das. Macht hier einen großen Raum draus. Perfekt. Das hier können wir noch ein bisschen größer machen. Tatsächlich. Das hier höhlen wir auch aus für weitere Planungen der Räume. Genauso wie den Teil hier. Ich will das einfach mal ausgehöhlt wissen. Oh ja. Oh ja. Das erfreut uns. So, hier unten die Rolle, der Raum wird angelegt. Wir haben Bewegungsspielraum, Spielplatz. Spielplatz. Und die Larven bringen natürlich enorm viel Nahrung für uns. Ich glaube, das reicht fast nicht. Ich glaube, wir müssen unsere Nahrungs...
Bereich hier vergrößern. Das Spiel läuft auch so gut, also Performance ist klasse. Falls ihr euch fragt, woher ich's hab, ich hab's ein bisschen früher vom Entwickler natürlich gestellt bekommen. Natürlich deshalb, weil ich in guten Kontakt stehe und... Na? Wollt ihr das wohl bauen? Meine Kleinen? Und das sind, glaube ich, auch ziemlich viele. Ich frage mich, ob es hier einfacher für uns wäre. Ich frage mich zudem auch, ob wir eventuell mal wieder ein paar Kämpfer hinzugewinnen wollen. So. Das sind jetzt ein bisschen mehr. Sehr gut. Legt die Larven, platziert sie. Und dann werden wir hier oben das Ding aufmachen. Das Schöne ist, jetzt schlüpfen sie alle. Wir kommen auf 32. Schöne Zahl, schöne Zahl. Die Arbeiter hier sind natürlich dafür da, dass wir das hier erstmal öffnen. Da das so ein großer Teil ist, würde ich, glaube ich, den Kampf doch auf einem engen Raum führen wollen. Jetzt, diesmal, weil es sind mehrere. Das ist der Unterschied. Wenn ihr weniger erwartet, einen großen zum Beispiel, macht auf. Einen großen, den könnt ihr umkreisen. Erwartet ihr eine große Truppe dahinter, staut die sich ja auch. Und ihr seid kleiner. Das heißt, ihr habt in dem engen Bereich einen größeren Angriffsradius. Ja, machen wir das auch nochmal auf. Und jetzt hier. So, jetzt seht ihr, was ich meine. Unsere Kämpfer sind natürlich auch zahlreich vertreten, kommen von unten, werden nachgeführt. Und wir knabbern uns hier durch. Machen jetzt mal auf. Na, oder auch nicht. Und wir haben es geschafft. Sehr gut. Das heißt, ihr hier rein, ihr Arbeiter hier rein, holt die Nahrung raus, die Larven raus. Wir sind schon recht weit. Das hier müssen wir uns noch holen. Das ist grauenvoll. Doch, jetzt kommt viel an. Viel wird reingetragen. Herrlich, dieser Weg, dass die sich hier so sammeln. So, Kämpfer hier. Arbeiter dahinter erstmal. Wieso so feststellen, dass das hier zu voll wurde? Noch kleine Larven, die sie geholt haben. Hier wachsen gerade ein paar. Gucken, ob die auch platzen. Wie sieht's so aus? Oder? Nee. Gut, dann wollen wir hier mal öffnen. Das sind nicht viele, die kriegen wir, das ist nicht schlimm, die können wir auch umkreisen. Sehr schön, hat geklappt. Weg damit, bringt sie weg. So. Die Nahrung sparen wir für diese Armada hier oben. So, die Arbeiter machen natürlich mit, zumindest diese eine gelbe Truppe. Die grüne ist für die Verwaltung der Kolonie im Hintergrund zuständig. So, aber sieht gut aus. Ein paar umkreisen. Ein bisschen verlieren wir natürlich auch. Unsere Ameisen sind noch nicht super ausgerüstet. Also DNA-mäßig. Aber die sind fertig. Hier oben ist noch eine Larve. Und dann gehen wir jetzt hier hoch, direkt rein hier. Holen uns die Nahrung und dann sammeln wir uns mit unserer kompletten Armada, die wir jetzt vergrößern. Ja, vergrößern wir die ruhig noch hier. So, da oben waren wieder Kellerasseln.
unsere Freunde. Ein bisschen kämpfen die anscheinend. Also ich krieg so rote Meldungen, aber ich kann es mir kaum vorstellen, weil wir verlieren ja hier niemanden. So, und den letzten. Jetzt holt ihr euch das hier alles. Futtert bitte. Was wir machen könnten, damit das schneller geht. Das wird jetzt ja auch gewertet als Nahrung. So, dann machen wir mal hier auf. Bin mal gespannt, was uns hier jetzt gleich erwartet. Die Kämpfer sollen sich hier schon mal sammeln. 40 Stück. So, unsere Arbeiter dahinter, wie immer. 25 Kämpfer sind da, wir brauchen mehr. Die bringen aber gerade das ganze Futter hier hin. Das heißt, wenn das gleich alles da ist, dann ja, sieht das alles recht gut aus. Unsere Arbeiterfraktion erhöhen wir auch mal. Hier, das machen wir auch weg. Ach so. So, alle 40 sind da. Das heißt, wir öffnen. Oh, ist eine große. Großer Predator. Eine Teufelsscharbe. Okay, die sprüht ein giftiges Sekret auf uns durch den Schwanz, das haben wir auch gesehen. Its corpse will provide food to support dozens of new brood. Und der Körper ermöglicht uns, viele neue Ameisen zu produzieren. Sehr gut. Das nochmal wegnehmen. Wir erweitern mal unsere Nahrungsaufnahmezone. So, bis hier oben wieder 40 sind, machen wir beide Eingänge. Dann machen wir nur einen auf. Ne, wir machen nur einen auf. Wenn die 40 hier wieder angekommen ist, so, was ich aber noch mache, um diesen Angriff erfolgreich durchzuführen, nochmal 4 dazu. Die Arbeiter, das reicht an Arbeitern. 24, die sammeln schön. Und jetzt machen wir hier auf. Der Intruder ist im Nest. So, wir kämpfen uns durch. Unsere Ameisen sind durch dieses Sekret verwirrt. Die haben Fragezeichen auf dem Kopf. Das heißt, die sind dann etwas durcheinander. Aber wir schicken jetzt auch die Arbeiter zum Kampf. Also alles. Natürlich heftig, dass zwei auf uns hier gewartet haben. Ich hoffe, dass die erste gleich fällt. Oh, wird schwer. Sobald die erste fällt, ist alles gut. Ja, kommt, das sieht doch aber gut aus. Also ganz ehrlich. Und jetzt die letzte. Von allen Seiten rauf. Und sie spritzt wieder ihr Sekret. Und das haben wir geschafft. Ach, wunderbar. Sehr gut. Das wird uns alles jetzt geholt, die Nahrung. Klasse. This Formica Fusca Colony has now established itself as a rising power in the undergrowth. Soon their territory will need to expand above ground, where new challenges await. For the time being, however, the Queen is safe. Klasse. Das war unsere erste Mission. Die haben wir geschafft. Perfekt. Okay, also ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid bei unserem Aufbau der Kolonie. Ich wünsche euch jetzt noch alles Gute. Holt euch das Spiel und baut mal an eurer Kolonie rum. Bis dahin, euer Zigro. Ciao.